Die Kartenlogik haben wir beim letzten Mal gestartet und da waren doch einiges an neuen Sachen dabei. Gibt es da vielleicht von Ihrer Seite noch oder schon Fragen? Wenn nicht, dann gehen wir es im Schnelldurchlauf nochmal durch. Also die Syntax. Hier haben wir wieder wie in der Aussagenlogik diese rekursive Definition. Also wir haben erst einmal Variablen und Konstanten als atomare Terme und dann können wir eben rekursiv, wenn wir Terme T1 bis Tn haben, neue Terme aufbauen, indem wir darauf Funktionssymbole anwenden. Das sind erst einmal Funktionsterme und aus denen können wir dann Formeln aufbauen, indem wir Prädikatsymbole verwenden. Also wir können jetzt auf Terme, ist interessant, genau wie vorhin Funktionssymbole auf Terme angewendet wurden, können wir auf Terme auch ein endstelliges Prädikatsymbol anwenden. Ja? Also P von T1 bis Tn und damit hat man dann atomare Formeln. Also im Prinzip, wenn man sich das jetzt so syntaktisch anschaut, ist das genau das gleiche wie ein Funktionssymbol. Ja? Und ja, tatsächlich, was ist denn der Unterschied? Das werden wir dann sehen, wenn es um die Semantik geht. Der Unterschied ist der, dass bei Belegungen von Prädikaten kommen wir auf Wahrheitswerte wahr und falsch. Ja? So. Und das geht bei Funktionssymbolen nicht. Ja? Das heißt, die Prädikate, das sind quasi sowas wie Logikfunktionen, die uns dann einen Wahrheitswert liefern. Und die können wir auch jetzt nicht mehr beliebig schachteln. Ja? Also wir können auf Terme Prädikatsymbole anwenden und wenn wir das einmal gemacht haben, dann ist Schluss. Also wir haben nicht jetzt eine rekursive Formel, die sagt, ja, wenn ich dann so ein Prädikat habe, kann ich darauf nochmal eins anwenden. Das geht nicht mehr. Ja? Okay, dann das kennen wir von der Aussagenlogik schon, die logischen Operatoren. All- und Existenzquantur, weil wir ja auch dann nur die Semantik sehen. Ja, okay. Dann haben wir uns solche netten Beispiele angeschaut, an denen man vielleicht auch schon ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, dass man doch ganz interessante Dinge ausdrücken kann, indem man dann eben auch über Variablen quantifiziert. Okay, bei der Semantik brauchen wir natürlich jetzt bei der Belegung, bei der Aussagenlogik war das einfach. Wir belegen unsere Aussagevariablen mit wahr oder falsch und rechnen dann aus, was rauskommt für die ganze Formel. Hier wird es ja jetzt komplexer. Wir haben Konstanten, Variablen, Funktionssymbole, Prädikatsymbole, logische Operatoren. Und dafür, alle diese Symbole müssen ja, das ist ja alles rein Syntax, da brauchen wir jetzt eine Abbildung in unsere reale Welt. Ja? So, also Abbildung für Konstanten und Variablen, Funktionssymbole und Prädikatsymbole. Ja? Wichtig bei den Prädikatsymbolen wird in der realen Welt eine Relation zugeordnet. Ja? So, das heißt, die Prädikatsymbole sind dazu da, Relationen zu beschreiben. Da haben wir unser Beispiel angeschaut mit einer größeren Relation. Okay, so. Und wenn wir jetzt Belegungen haben, dann können wir darüber reden, was jetzt Wahrheit bedeutet. Ja? Also wir nennen dann so eine Formel, eine atomare Formel wahr, wenn die Belegung aller Terme ein Element einer endstelligen Relation R ist, ja? Wobei, was ist das jetzt für eine Relation? Naja, die muss natürlich in Verbindung stehen zu diesem Prädikat. Ja? Das heißt, die Belegung von Prädikaten bildet ab auf Relationen. So, das heißt, wenn die Belegung aller Terme ein Element von der Relation R ist, genau dann ist P von T1 bis Tn wahr.
Okay, bei quantorenfreien Formen geht es wie in der Aussagenlogik. Dann haben wir hier noch eine Definition gehabt für den Allquantor. Für alle xf ist genau dann wahr, wenn f unter allen Belegungen wahr ist. Ja? Und es gibt xf ist wahr, wenn es eine Belegung für die Variable x von f gibt, welche die Formel wahr macht. Ja. Okay, gut. Was haben wir da noch? Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Sorry. Ja, okay, sorry. Ah, jetzt habe ich vergessen, das hier, diesen Satz hier, der Satz hat eine ganz kleine Unkorrektheit. Das habe ich eigentlich schon lange abgeändert und ich habe das jetzt gestern auf den Folien auch geändert, aber sorry, vergessen, das die auf den Laptop zu laden. Also das müssen wir beim nächsten Mal dann nochmal korrigieren, sorry. Da gibt's eine, also das ist ja das Analogon zum Deduktionstheorem für Prädikatenlogik. Also B folgt aus A genau dann, wenn A Pfeil B eine Tautologie ist. Und hier gibt es eine kleine Einschränkung, nämlich die Prämisse darf keine freien Variablen enthalten. So, also wie gesagt, das müssen wir auf den Folien noch korrigieren. Und ich werde auch dann korrigierte Folien im Web hochladen. Okay, gut, dann haben wir uns so ein Stammbaumbeispiel angeschaut. Und wichtig hier nochmal, hier haben wir die realen Namen von den Personen. Das ist für mich jetzt die reale Welt. Ja? Also da haben wir einen Stammbaum mit Kindrelationen und hier sieht man auch schön extra so sauber mathematisch korrekt hingeschrieben die Kindrelation, das ist einfach eine Menge von Trippeln. Ja. So, dann haben wir noch eine einstellige Relation, weiblich und in der Prädikatenlogik drücke ich das eben aus, indem ich das dann zum Beispiel so hinschreibe. Ja. Also ich habe das Prädikat Kind und dann habe ich Konstantensymbole und bei einer Belegung werden diese Konstantensymbole dann abgebildet auf die realen Objekte bzw. hier auf die realen Namen. Okay, gut. Dann haben wir gesehen, ich meine, hier sieht man auch so langsam ein bisschen die Stärke von der Prädikatenlogik. Wir können jetzt, wenn man zum Beispiel die Kindrelation, also beziehungsweise hier das Kindprädikat definiert haben, können wir das hernehmen und weitere Prädikate definieren. Zum Beispiel das Nachkommeprädikat, das wir jetzt hier rekursiv unter Verwendung von dem Kindprädikat definieren. So, mache ich auf. Ah, morgen. Okay, dann können wir aus dem, was wir bis jetzt haben, eine Wissensbasis aufbauen. Also da haben wir eine ganze Menge Fakten und dann eben zwei Regeln. Und uns jetzt fragen, können wir da Kind Eva Otto Anna ableiten oder Nachkomme Eva Franz und so weiter. Ja. Und um sowas abzuleiten, brauchen wir einen logischen Kalkül. Ja? Also entweder wir machen das auf der semantischen Ebene, so wie wir das von der Wahrheitstafelmethode kennen. Was macht man denn bei der Wahrheitstafelmethode? Naja, wir schauen uns die verschiedenen Zeilen an. Das heißt, wir belegen alle Variablen mit wahr und falsch. Und schauen uns dann an, ob eine Formel, die wir beweisen wollen, ob die wahr wird unter der entsprechenden Belegung.
Ja? Das heißt, und wenn eine Formel wahr wird unter einer Belegung, dann nennt man diese Belegung, wie heißt die dann? Das ist ein Modell. Ja? Wir schauen, ob eine Belegung ein Modell einer Formel ist. Ja? So, man nennt dann also Beweiser, die auf der semantischen Ebene arbeiten, das nennt man dann auch modelltheoretische Beweiser oder auch Model Checker. Ja. So, aber wir werden uns jetzt ein Kalkül anschauen, nämlich den Resolutionskalkül, der auf syntaktischer Ebene arbeitet, der eben nicht mit Belegungen arbeitet. Das ist übrigens ja auch in der Prädikatlogik gar nicht so trivial, mit Belegungen zu arbeiten, weil wir müssen da ja Variablen, Konstanten, Funktionssymbole, Prädikatsymbole, alles müssen wir da belegen. Und da gibt es dann eventuell auch unendlich viele Belegungen. Außerdem können wir beliebig komplex rekursiv geschachtelte Terme haben, die auch Probleme bereiten können. Also dieses modelltheoretische Beweisen, das ist alles andere als trivial in der Prädikatlogik. Deswegen beschränken wir uns auf syntaktische Beweisverfahren. Das heißt, wenn wir jetzt sowas beweisen wollen, dann schauen wir, ob wir das aus der gegebenen Wissensbasis ableiten können. So, dann wird auch noch Gleichheit eine Rolle spielen, weil wir reden ja über Variablen, über Terme. Und wenn wir über Terme reden, dann können wir uns die Frage stellen, sind zwei Terme gleich? Ja? So, und um die Gleichheit, die können wir gleich mal wieder prädikatlogisch axiomatisieren. Schauen Sie hier, das sind die Axiome für die Gleichheit. Und man sieht, die können wir sehr schön mit Prädikatlogik formalisieren. Zum Beispiel für alle x, für alle y, für alle z, x gleich y und y gleich z, Pfeil x gleich z, das ist die Transitivität. Ja? Also wenn ich zwei Gleichungen habe, die über dieses y verbunden sind, dann kann ich auch sagen x gleich z. So. Dann haben wir das Substitutionsaxiom, haben wir auch beim letzten Mal erklärt. Dann Ersetzung von Termen, da haben wir jetzt hier eine Definition gehabt, und zwar erst einmal schreiben wir phi x-t, damit meinen wir, in der Formel phi wird jedes Vorkommen der Variablen x ersetzt durch einen Term t. Ja? Und dann haben wir hinterher eine Formel, bei der das x eben nicht mehr vorkommt und stattdessen der Term t. Ja? Und wichtig ist, wenn ich hier das x durch einen Term t ersetze, dann dürfen in dem Term t keine Variablen vorkommen, über die in phi quantifiziert wurde. Ja? So, schauen wir uns gerade hier nochmal, hier haben wir ein zweites Beispiel, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal noch nicht angeschaut. Nehmen wir mal diese Formel, für alle x, x gleich y. Ja? So, hier wird über die Variable x quantifiziert. Ja? Also, das heißt sowas wie, und über y wird nicht quantifiziert, das heißt sowas wie für alle Objekte x in meiner Welt, also Zahlen zum Beispiel, gibt es ein anderes Objekt y, das gleich ist. Oder was heißt anderes? Gibt es ein gleiches Objekt y? So. Und jetzt können wir das y in der Formel ersetzen durch einen Term. Wir können das durch x plus 1 ersetzen zum Beispiel. Und wenn wir das tun, dann kriegen wir die Formel raus. Für alle x, x gleich x plus 1. So. Und die Formel hat natürlich jetzt eine wesentlich stärkere Aussage. Die besagt, alle Zahlen sind gleich ihrem Nachfolger. Ja? Also 3 ist gleich 4 und 4 ist gleich 5 und so weiter. Und das ist natürlich, ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwelche Zahlenmengen, in denen das gilt. Ja? Aber das wenn, dann ist das eine ganz spezielle Welt. Und hier
ist nichts derartiges gesagt. Und diesen Schritt, den dürfen wir auch nicht machen. Den dürfen wir nicht machen. Man sagt dann, hier wird die Variable x, hier diese Variable x, die wird durch diesen Quantor eingefangen und das dürfen wir nicht tun. Ja? So, wenn wir sowas machen wollen, y durch irgend so einen Term ersetzen, dann müssen wir aufpassen, dann müssen wir schauen, gibt es hier drin eine Variable, über die hier quantifiziert wird? Wenn ja, dann müssen wir die Variable umbenennen. Und Umbenennung von Variablen, das ist übrigens ja nicht weiter ein Problem, weil Variablen, ein Variablenname, ob die Variable jetzt x oder y oder z oder t heißt, das ist völlig egal. Ja? Übrigens, warum ist das egal? Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Semantik, bei einer Belegung von Variablen, da kann ich eine Variable ersetzen durch eine Konstante, also durch ein Objekt aus meiner realen Welt. Ja, ja gut, und ob die Variable jetzt x oder y heißt, ist egal, weil ich kann die so oder so ersetzen. So, okay, also korrekt wäre das hier. Für alle x, x gleich y plus 1. So. Und das hat jetzt eine ähnliche Qualität wie das da oben und ist nicht so eine einschränkende Formel wie das hier. Also Vorsicht beim Ersetzen von Variablen. Das ist das Wichtige ist, ich darf Variablen nur dann bedenkenlos ersetzen, wenn durch einen Term, wenn in dem Term keine Variable vorkommt, über die quantifiziert wird. Sollte das so sein, dann muss ich die Variable umbenennen und mir natürlich wieder diese Frage stellen. Okay, so. Da haben wir uns eine Kleinigkeit angeschaut über Quantoren, das möchte ich jetzt nicht mehr groß wiederholen. Dann pränächste Normalform. Das ist eine Normalform, in der alle Quantoren vor der Formel stehen, also nicht innen drin. Ja? Okay, weil wieder darauf werden wir jetzt gleich zu sprechen kommen. So, dann haben wir uns das hier angeschaut. Wir wollen alle Quantoren nach vorne ziehen. Also da haben wir eine Formel für alle xp von x Pfeil, es gibt xq von x. So. Und jetzt haben wir hier ein Quantor x und da ein Quantor über x. Und jetzt müssen wir auch aufpassen, wenn wir den Quantor da nach vorne ziehen wollen, dann haben wir da ein ähnliches Problem, nämlich dann wirkt plötzlich dieser Allquantor da vorne, der wirkt dann plötzlich auch auf dieses x und das tut er hier nicht, ja? Weil dieser Existenzquantor, der schirmt das Ganze quasi ab gegen diesen Allquantor. So. Und wenn wir den jetzt nach vorne ziehen wollen, dann müssen wir hier diese Variable umbenennen. Und wie gesagt, es ist ja ganz egal, wie die Variable heißt. Also nennen wir die y, dann steht die Formel so da, dann können wir den Existenzquantor nach vorne ziehen und so ist das Ganze korrekt. So. Okay, das haben wir beim letzten Mal auch noch nicht diskutiert hier. Wie geht das mit folgender Formel? Also wir wollen diese Formel jetzt in pränächste Normalform bringen. Das heißt, wir wollen den Existenzquantor auch nach vorne ziehen. So, wenn wir das jetzt naiv machen, dann kriegen wir auch ein falsches Ergebnis. Also machen wir es mal erst einmal kurz naiv. Ups, jetzt passiert. So. Also. Wenn wir das jetzt naiv machen, dann kriegen wir raus, für alle x, es gibt y, p von x, Pfeil, q, q von y. So, und das ist falsch. Das streichen wir gleich mal durch. Ja. Und warum ist das falsch? Das sehen wir gleich mal, wenn wir
Ja, wenn wir diese Implikation auflösen, ja, wenn wir diese Implikation auflösen, dann heißt die Formel nicht für alle x p von x oder es gibt y q von y. So heißt die Formel jetzt. Ja? So. Und jetzt haben wir ein Nichtformalquantor. Wir wollen, das heißt, dieses Nicht, das können wir hier, das Nicht, das können wir hier nicht stehen lassen, weil wir wollen die Formel jetzt in Brennecks Normalform bringen. Und das ist eine Normalform, wo die Quantoren ganz außen stehen. Das heißt, wir müssen das Nicht jetzt reinziehen in den Quantor. So, das können wir ja machen. Also, dann ist die Formel äquivalent zu... Ja, was passiert, wenn wir das Nicht reinziehen? Das hatten wir eine Folie davor gesehen, oder zwei hier. Ja, genau. Wenn wir hier hergehen, schauen wir die unterste Formel an. Für alle x, phi ist äquivalent zu nicht, es gibt nicht. Wenn wir da jetzt beide Formeln negieren, dann kriegen wir nicht für alle x, phi ist äquivalent zu es gibt, sorry, da fehlt das x, x nicht phi. So, ja. So, das heißt, wir sehen, also so ein Nichtformalquantor, wenn wir das reinziehen wollen, dann ergibt es gibt x nicht phi. Die Intuition dahinter, dieses jeder will geliebt werden, da haben wir quasi vorne ein Allquantor und das ist äquivalent zu keiner will nicht geliebt werden. Ja? Und dieses keiner will nicht geliebt werden entspricht dem nicht, es gibt x nicht phi. Ja? Keiner will nicht geliebt werden. Nicht, es gibt nicht, entspricht dem Allquantor, jeder. Ja? So, also das ist das hier. Und wenn wir das leicht umformen, dann haben wir sowas. Ja? Und jetzt sehen wir, also wenn wir nicht in den Allquantor reinziehen, dann klappt er um und wird zum Existenzquantor. So, also machen wir das. Dann kriegen wir... Es gibt x nicht p von x oder es gibt y q von y. So. Und jetzt können wir beide Quantoren vorziehen und dann ist es äquivalent zu es gibt x, es gibt y, nicht p von x oder Q von Y. So. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir es korrekt gemacht. Wir haben hier das Nicht reingezogen und kommen dann zu dieser Formel. Und wenn wir die vergleichen, Moment. Wenn wir die vergleichen mit der hier, dann ist es doch die gleiche. Sorry, was haben wir denn jetzt gemacht? Ach so, ja, sorry, klar. Ja, jetzt habe ich sie, klar. Hier haben wir nämlich ein Allquantor stehen und da haben wir ein Existenzquantor. Genau. So, danke. Also, das heißt, hier haben wir es falsch gemacht und da haben wir ein Allquantor und da ist es ein Existenzquantor. Genau. Also aufpassen, wenn wir jetzt solche Quantoren nach außen ziehen, was lernen wir da draus? Immer zuerst die Implikationen auflösen und wenn wir die alle weg haben, dann können wir Quantoren bedenkenlos nach vorne ziehen. Ja, also die Reihenfolge muss sein, erst die Implikationen auflösen.
dann so ein Nicht nach innen reinziehen und dann können wir Quantoren nach vorne bringen. So, das sollten wir uns auch gleich merken, weil wir unsere prädikatenlogischen Formeln jetzt nämlich auf Normalform transformieren werden. Ja? Aus der Aussagenlogik kennen wir ja schon die konjunktive Normalform und die wollen wir für prädikatenlogische Formeln auch haben. Und zwar soll die so einfach wie möglich sein und dazu werden wir alle Quantoren nach vorne ziehen und dann den quantorenfreien Teil der Formel auf konjunktive Normalform bringen, so wie wir es schon kennen. Okay, so dieses Beispiel haben wir beim letzten Mal, ich glaube, schon angefangen uns anzuschauen. Das ist jetzt ein Beispiel, das wir aus der Mathematik kennen. Ja? Konvergente Folgen. Und ja, vielleicht veranschaulichen wir uns das kurz noch an der Tafel. Obwohl es hier erst einmal nur um Syntax geht. Also, wie heißen die Dinger hier? Ja, AN. So. Also wir reden über Konvergenz einer Folge. So, eine Folge von irgendwelchen Zahlenwerten AN, die konvergiert gegen einen Grenzwert A. Wenn ich jetzt im Laufe der Zeit, also für n gegen unendlich, meine Werte immer näher gegen diesen Grenzwert A streben. Ja? So, wenn wir jetzt irgendein AN nehmen, hier zum Beispiel, dann muss eben gelten, der Abstand zwischen AN und A, dieser Abstand, ja, das ist ja jetzt AN minus A Betrag. Der Abstand zwischen dem n-ten Folgenglied und dem Grenzwert, der muss beliebig klein werden. Und zwar muss der kleiner als jeder beliebig kleine Wert Epsilon werden. So, und das jetzt sauber ausgedrückt, das steht jetzt hier. Kleiner als jeder beliebige Wert, deswegen geht es los mit für alle Epsilon größer 0. Gibt es ein N0, das heißt, es gibt einen Index N0, sodass für alle AN nach diesem Index, für alle n größer gleich n0, muss der Betrag des Abstands zum Grenzwert kleiner als Epsilon sein. Das ist die Definition von Konvergenz. Eine Folge konvergiert gegen einen Grenzwert, wenn das hier gilt. Und das ist natürlich einfach ein schönes Beispiel für eine prädikatenlogische Formel, die wir jetzt aus der Mathematik kennen. Sie sehen, da kommt alles Mögliche vor, also Allquantoren, Existenzquantoren, Variablen, Konstanten. Also diese, alles was quantifiziert ist hier, Epsilon, N0, N, das sind Variablen, aber dieses A hier, das ist eine Konstante. So, und das tun wir jetzt in unserer Sprache formalisieren. Also wir nehmen eine Funktion abs für den Absolutbetrag, den tiefgestellten Index n, den schreiben wir als quasi Funktionswert in eine Klammer rein, eine Funktion minus, eine Funktion el für Element, also x Element y, dann ein Prädikat größer. Hier vielleicht nochmal der Unterschied zwischen Funktion und Prädikat. Syntaktisch sieht es erst einmal gleich aus. Ja? Element xy, doch, das ist ein Prädikat, Entschuldigung, genau, Element ist ein Prädikat, warum? Weil Prädikate bilden immer ab auf Wahrheitswerte, ja? Und klar, wir können natürlich die Frage stellen, ist x Element von y, ist das wahr? Also ist das ein Prädikat. Genauso größer auch. Ja. Also sind beides Prädikate.
Gut, und jetzt können wir diese Formel übersetzen. Jetzt können wir schreiben für alle Epsilon, wenn Epsilon größer 0 ist. Genau. Dann gibt es ein N0, sodass wenn N0 eine natürliche Zahl ist, dann muss für alle N, wenn N größer N0 ist, dann muss das da hinten gelten, nämlich das Epsilon muss größer sein als der Absolutbetrag von an minus a. So, gibt es da noch Fragen dazu? Ist jetzt wichtig, dass wir die Formel verstanden haben, weil die wollen wir jetzt transformieren. Die wollen wir jetzt in konjunktive Normalform bringen. Okay, gut. Also, ja, was machen wir, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Also wir sehen ja, wir haben jetzt hier geschachtelte Quantoren, auch noch gemischt, All- und Existenzquantoren, hier drei Stück. Und bevor wir die jetzt nach vorne ziehen können, müssen wir die Implikationen eliminieren. Das heißt, jetzt, wenn wir diese Implikation hier eliminieren, und das ist die äußerste, hier geht eine Klammer auf und da geht wieder eine Klammer auf, also das ist die äußerste Implikation, die tun wir jetzt einmal eliminieren, und zwar innerhalb von der Klammer. Das heißt, dann kriegen wir nicht die Prämisse oder den Rest. Nicht GR oder den Rest. So, und jetzt tun wir gleich hier in dieser Klammer auch wieder die Implikation eliminieren. Dann kriegen wir nicht EL oder den Rest. Und hier das gleiche nochmal, gibt nicht GR oder den Rest. So. Jetzt haben wir die Implikationen alle weg und außerdem haben wir, das ist wichtig, wir haben vor keinem Quantor ein Nicht stehen. Hätten wir das, dann müsste man das natürlich den Quantor durch nach innen ziehen. So. Also wir haben hier lauter nicht negierte Quantoren stehen. So. Und deswegen schreiben wir jetzt alle Quantoren nach vorne. Ja, jetzt haben wir alle Quantoren vorne. Und jetzt wollen wir, ach so, und schauen wir gerade mal an, was wir hier innen drin haben als Formel. Nicht GR oder nicht EL oder. Also eigentlich haben wir hier schon richtig Glück gehabt, weil die Formel, die da jetzt steht, die ist schon in konjunktiver Normalform. Das ist eine Klausel in konjunktiver Normalform. Ja? Das könnte ja sein, dass wir jetzt hier noch irgendwie eine Mischung von nicht und oder irgendwie geklammert hätten. Also das sieht schon sehr gut aus. Ach so, ich habe natürlich jetzt ohne das zu sagen hier zwei Klammern weggelassen, diese beiden. Ja? Warum dürfen wir das? Das ändert ja nicht den Wert. Warum nicht? Also erst einmal haben wir die Quantoren nach außen gebracht. Ja? Und wenn die dann weg sind, warum dürfen wir dann die Klammern auch weglassen? Vielleicht betrachten wir es mal auf einer aussagenlogischen Ebene. Ohne die Details jetzt mit den Prädikaten. Wir haben doch hier im Prinzip so ein Problem, A oder B oder C. Warum darf ich diese innere Klammer einfach weglassen? Ja? Ja, es ist ja von der Reihenfolge egal, wie ist die. So ist es. Also das können wir. Wer sich da nicht sicher ist, der überprüfe das. Wie?
Wahrheitstafel, genau. Und übrigens, wie nennt man denn das Gesetz, uraltes, wichtiges Gesetz in der Mathematik, dass man Klammern setzen kann, wie man will? Distributiv. Ne? Distributivgesetz ist mit dem Ausmultiplizieren. Das wäre hier, wenn man und oder gemischt haben. Aber wir haben hier nicht und oder gemischt, sondern wir haben bloß das oder. Das ist das Assoziativgesetz. Ja? Und das gilt in der Mathematik für Addition zum Beispiel und für Multiplikation. Ja? Genau. Okay, also, weil das oder assoziativ ist, können wir die Klammern hier weglassen. Und dann haben wir hier eine Klausel stehen. Eine Klausel. Und davor haben wir aber jetzt noch Quantoren stehen. Und die würden wir gern weglassen, weil die stören uns. Schauen Sie, ich meine, das ist natürlich schon, wir werden die weglassen können, aber da müssen wir auch noch kurz aufpassen. Dadurch wird natürlich die Formel wesentlich einfacher. Also erst einmal haben wir hier die Implikationen weg, dann haben wir hier bloß noch Klauseln stehen und jetzt stehen da noch diese blöden Quantoren, aber die können wir gleich weglassen, wenn wir noch ein paar Kleinigkeiten beachten. Überlegen wir uns doch nochmal vielleicht hier oben, was diese Quantorenreihenfolge da bedeutet. Für alle Epsilon, also zu jedem Epsilon, gibt es ein N0, sodass für alle N. Die Reihenfolge von den Quantoren, die ist ganz wichtig. Übrigens, diese Formel würde was völlig anderes aussagen, wenn wir die beiden Quantoren vertauschen würden. Ja? Also wenn wir sagen würden, zu jedem N0 gibt es ein Epsilon. Das wäre eine völlig andere Aussage. Und hier ist es wichtig, dass dieses Epsilon mit Allquantor da vorne steht. Weil wir wollen ja, dass der Abstand unseres Folgengliedes zum Grenzwert kleiner als jedes Epsilon wird. Deswegen muss das Epsilon vorne stehen, zu jedem Epsilon, egal wie klein. Würde man das vertauschen und würden sagen, wenn man da vorne, also wenn man den Existenzquantor, es gibt ein Null nach vorne tun würden, dann würde das heißen, es gibt einen Index, ab dem für alle Epsilon alle weiteren Folgenglieder nah genug an dem Grenzwert dran sind. Ja, was würde denn das heißen? Ja, genau. Also schauen wir erstmal das an. Es gibt ein Epsilon, für alle Epsilon, für jedes Epsilon gibt es ein N0. Das heißt doch, dass dieses N0 von dem Epsilon abhängt. Ja? Zu jedem Epsilon gibt es so ein N0. Ja? Das heißt, erst gebe ich mir das Epsilon vor und dann hängt das N0 von dem Epsilon ab. So. Würden wir das umdrehen, dann würden wir sagen, es gibt ein N0, sodass für alle Epsilon, dann wäre es quasi gerade umgekehrt. Ja? Aber hier wichtig ist, wir haben diese Abhängigkeit, N0 hängt von Epsilon ab. So. Und diese gleiche Abhängigkeit, die haben wir hier unten immer noch. Zu jedem Epsilon gibt es ein N0. Das heißt, das N0 hängt jetzt von dem Epsilon ab. So.
Und deswegen, wenn wir, ja, gehen wir gerade vielleicht gerade mal hier weiter. Wenn wir so geschachtelte Quantoren haben, in einer prädikatenlogischen Formel und es wechseln sich Allquantoren und Existenzquantoren ab, hier haben wir das, für alle x1, für alle x2 gibt es ein y1, sodass für alle x3 es ein y2 gibt und hier haben wir dann eine Formel. Ja? So, also hier haben wir jetzt drei Allquantoren und zwei dazwischen geschachtelte Existenzquantoren. So, und da gehen wir jetzt zur Beseitigung der, erst einmal wollen wir die Existenzquantoren beseitigen. Ja? Die eliminieren wir zuerst. Das nennt man, diesen Prozess nennt man es Kolemisierung. Und zwar, schauen Sie, hier haben wir jetzt, für alle x1 und für alle x2 gibt es ein y1. Das heißt, das y1, das hängt von diesen beiden Variablen x1 und x2 ab. Ja? So, und deswegen können wir jetzt, wenn wir von hier jetzt den nächsten Schritt machen, schauen Sie, hier fehlt jetzt dieser Existenzquantor y1, den können wir weglassen, indem wir dieses y1, das hängt ja von diesen beiden ab. Das heißt, die Variable y1, die ersetzen wir durch eine neue Funktion hier. Y1 kommt hier vor und da vor. Das y1 ersetzen wir durch g von x1 und x2. Warum? Weil wir haben ja gesehen, das muss von x1 und x2 abhängen. Also gehen wir her und ersetzen das y1 durch eine Funktion, eine neue Funktion, Vorsicht, nicht Funktion, das G ist ja keine Funktion, weil wir kennen die gar nicht, die Funktion, sondern das G ist einfach ein Funktionssymbol. Ja? Wir erfinden jetzt ein neues Symbol für die gedachte Funktion y1 hängt ab von x1 und x2. Also die nennen wir G. Und hier nochmal, überall wo y1 auftritt, ersetzen wir das durch diese sogenannte Skolem-Funktion G. Ja? Und zwar das G, die Stelligkeit von G muss so groß sein, wie die Zahl der Allquantoren, die davor stehen. Ja, wenn da jetzt 5 Allquantoren davor stehen würden, dann wäre das G ein fünfstelliges Funktionssymbol. So. Und zwar nochmal, wir fangen von außen her an. Warum von außen her? Weil vor dem ersten Existenzquantor, weil es ja der erste ist, stehen nur Allquantoren. Ja? Und das heißt, wir können jetzt ganz einfach eben dieses zweistellige Funktionssymbol da reinschreiben. Okay, jetzt haben wir diesen Schritt gemacht und jetzt haben wir da nochmal einen Existenzquantor. Es gibt y2 und wir sehen, da stehen drei Allquantoren davor. Naja, das heißt, jetzt wird jedes Vorkommen von y2, und zwar ist es nur hier, ersetzt durch ein dreistelliges Funktionssymbol h von x1 bis x3. So, das ist also jetzt unsere nächste Skolem-Funktion und jetzt können wir diesen Existenzquantor weglassen und jetzt haben wir eine Formel dastehen, bei der vorne nur noch Allquantoren stehen. So, alle Variablen sind jetzt allquantifiziert. Naja, wenn das so ist, dann können wir die gerade weglassen. Ja? Wenn wir für jede Variable einen Allquantor haben, ja, dann brauchen wir die nicht mehr hinschreiben, weil dann wissen wir das ja implizit. So. Und das ist jetzt unsere fertige, skolemisierte Formel in Normalform. Also, wir haben jetzt eine prädikatenlogische Formel in konjunktiver Normalform. Und das ist natürlich schon was wesentlich Einfacheres als das da oben. Okay, jetzt können wir zurückgehen zu unserem Beispiel. Hier, also die Konvergenz einer Folge hatten wir jetzt übersetzt.
bisher in diese Form. Problem war, für alle, es gibt für alle, der Existenzkontur dazwischen. So, jetzt wissen wir aber, was wir tun müssen. Dieses, also für alle Epsilon gibt es eine Null. Dieses N0, das muss offenbar von dem Epsilon abhängen. Ja? So, das heißt, jedes N0, was hier vorkommt, das und das, müssen wir ersetzen durch eine Skolem-Funktion, die von Epsilon abhängt. Zum Beispiel durch G von Epsilon. Ja? Hier G von Epsilon und da G von Epsilon. Wie diese Skolem-Funktion heißt, das bleibt mir überlassen. Der kann ich irgendeinen Namen geben. Ja? So. Dann kann ich aber diese Skolem-Funktion auch gleich N0 von Epsilon nennen. Das ist vielleicht intuitiv ein bisschen besser. Und das haben wir hier gemacht. Hier. N0 von Epsilon, N0 von Epsilon. Damit fällt der Existenzquantor weg und es stehen nur noch Allquantoren da und die lassen wir auch gleich weg. Und jetzt haben wir unsere Konvergenzdefinition übersetzt in konjunktive Normalform. So, und das ist natürlich jetzt schön, weil die Formel eben so schön einfach geworden ist. Gut, jetzt haben wir hier vergessen, einen kurzen Satz anzuschauen. Der Satz, der besagt erst einmal, jede prädikatlogische Formel lässt sich in eine äquivalente Formel in Brennecker Normalform transformieren. So, also nochmal Brennecker Normalform ist das, was wir hier geschafft hatten. Nämlich alle Quantoren nach vorne gezogen. Eigentlich wollen wir ja, würden wir gerne haben, einen Satz, der besagt, alle prädikatenlogischen Formeln lassen sich konjunktive Normalform ohne Quantoren äquivalent transformieren. Den Satz gibt es leider nicht. Ja? Weil wenn wir den nächsten Schritt gemacht haben, nämlich die Skolemisierung, und dann die Quantoren weglassen, dann gilt eine etwas schwächere Aussage. Und die haben wir jetzt, wo haben wir denn die? Ja, okay, die haben wir hier, genau. Also, erst einmal als Skolemisierung. Was macht denn die Skolemisierung? Wenn ich so eine Formel von dem Typ habe, das heißt n Allquantoren, dann ein Existenzquantor und dann eine restliche Formel, die wird ersetzt durch, die Allquantoren bleiben stehen, Existenzquantor fällt weg und in der Formel Phi wird jedes Vorkommen von dieser existenzquantifizierten Variable Y ersetzt durch eine endstellige Skolem-Funktion. Warum endstellig? Ja, weil da n Allquantoren davor waren. Ja, wobei die Funktion f in Phi nicht vorkommen darf, ist klar. Ja, das heißt, da muss ich mir jetzt ein neues Funktionssymbol ausdenken. Ja, okay. So, ja, jetzt noch eine Frage. Wenn jetzt hier vor dem Existenzquantor gar keine Allquantoren mehr stehen, das kann ja auch vorkommen, was machen wir denn dann? Naja, dann nehmen wir eigentlich diese Formel hierher, weil dann ist n gleich 0. Sprich, dann wird das y ersetzt durch ein nullstelliges Funktionssymbol. Was ist denn das? Was ist denn eine Funktion, die kein Argument hat? Konstante Funktion. Genau, so ist es. Dann ersetzen wir also offenbar das Y durch eine Konstante. Und tatsächlich ist es so, Konstanten sind nichts anderes als nullstellige Funktionssymbole. Okay, so. So, und jetzt kommt aber, ja, jetzt kommt der Hammer. Das, was wir da jetzt gemacht haben, ist nicht mehr,
Also die neue Formel, die skolemisierte Formel, ist nicht mehr semantisch äquivalent zur Ausgangsformel. Das heißt, die Menge der Modelle ist nicht in allen Fällen die gleiche, als sie davor war. Und das ist natürlich gefährlich. Ja? So. Aber eine Sache gilt, nämlich die Erfüllbarkeit bleibt erhalten. Das heißt, wenn die Formel vorher erfüllbar war, dann ist sie auch nachher erfüllbar. Und wenn sie vorher unerfüllbar war, dann ist sie auch nachher unerfüllbar. Bloß, was sich ändern kann, ist die Zahl der Modelle. Ja? Das kann sein, dass sie vorher halt 75 Modelle hatte und hinterher bloß noch 74. Ja? So, aber ob sie erfüllbar war oder nicht, das bleibt erhalten. So, das ist für uns jetzt die Rettung, weil uns interessiert tatsächlich nur die Erfüllbarkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beweisen wollen, das wollen wir ja immer tun. Wir wollen immer irgendwie die Frage stellen, folgt Q aus WB? Ja? Naja, und was heißt das nochmal bezüglich den Modellen? Das heißt doch nichts anderes als Mod WB ist eine Teilmenge von Mod Q. So. Oder, vielleicht ist es hier noch einfacher, WB Pfeil Q ist eine Tautologie. Das steht ja jetzt hier. Ja? Oder noch besser eigentlich, WB und nicht Q ist unerfüllbar. Unerfüllbar. WB und nicht Q ist unerfüllbar. So, und das ist das Interessante, die Erfüllbarkeit bleibt erhalten. Das heißt, wenn ich WB und nicht Q habe und das dann skolemisiere, und das war vor der Skolemisierung unerfüllbar, ist es hinterher auch noch unerfüllbar. Genau das ist der Punkt. Deswegen genügt es uns, dass die Erfüllbarkeit erhalten bleibt. Das heißt, wir können problemlos solche Widerspruchsbeweise führen und vorher die Formeln skolemisieren. Okay, gut. Ja, jetzt schauen wir uns kurz als Schema nochmal an, was wir gemacht haben bei der Normalformtransformation. Also hier quasi als Pseudocode. Normalformtransformation angewendet auf unsere Formel. Ja? So, erster Schritt Transformation in Brennecke Normalform, zweiter Schritt Skolemisierung. Ja? Also erst einmal alle Quantoren nach vorne ziehen. Bei dem Quantoren nach vorne ziehen, da müssen wir aufpassen, dass wir erst die Implikationen eliminieren und dann die Quantoren nach vorne bringen. Also, das heißt, erst einmal diese Transformation in konjunktive Normalform. Das ist wie in der Aussagenlogik auch. Äquivalenzen eliminieren, Implikationen eliminieren, dann die De Morgan-Regeln, also ausmultiplizieren, Distributivgesetze anwenden, bis wir eben konjunktive Normalform haben. So. Dann wollen wir die Quantoren nach außen ziehen und da müssen wir natürlich nur aufpassen, dass wir gegebenenfalls Variablen umbenennen. Dass wir nicht irgendwelche Variablen einfangen, indem wir Quantoren nach vorne ziehen. Okay, wenn wir das gemacht haben und alle Quantoren stehen außen, dann können wir es kolemisieren. Ja? Und zwar tun wir da auch in zwei Schritten. Zuerst die existenzquantifizierten Variablen alle durch Skolem-Funktionen ersetzen. Und zwar der Reihenfolge nach, von außen nach innen. Und dann, wenn nur noch alle Quantoren dastehen, dann können wir die löschen. Dann sind wir fertig. Okay,
So, Laufzeit. Ja, da müssen wir jetzt noch ein paar Worte kurz sagen zur Rechenzeit von der Normalformtransformation. Und zwar, das Problem, was die Rechenzeit betrifft, ist eigentlich weniger die Skolemisierung. Das Problem ist das, was da oben passiert. Ja? Und zwar, ja, das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz motivieren an der Tafel, weshalb wir da ein echtes Rechenzeitproblem kriegen können. Und das Problem, das können wir eigentlich in der Aussagenlogik auch schon haben. Und zwar, wir wollen ja konjunktive Normalform haben. Und jetzt nehmen wir mal eine Formel, die in disjunktiver Normalform dasteht. Also A und B oder C und D. So. Was machen wir da? Ausmultiplizieren. Also wir multiplizieren zum Beispiel das C und D in das A und B rein. Dann kriegen wir A oder C und D und B oder C und D. So. Und wenn wir jetzt im nächsten Schritt, was machen wir jetzt? Ja, jetzt multiplizieren wir das A hier rein. Dann kriegen wir A oder C und A, also tun wir da Klammern setzen, A und A oder D und B oder C und B oder D. So. Ja, und was sehen wir jetzt? Wir sehen, dass sich die Zahl der Klauseln von hier nach da verdoppelt hat. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten eine stark geschachtelte Formel, wo wir sowas haben, also da haben wir A und B oder C und D und dann das Ganze wieder geklammert mit und so weiter und andere Formeln noch dabei und wir müssten jetzt tief geschachtelt oft so ausmultiplizieren. Bei jedem Ausmultiplizierungsschritt verdoppelt sich die Zahl der Formeln, die Zahl der Klauseln. Dann kriegen wir eine Rechenzeit, die im Worst Case exponentiell in der Länge der Formel ist, wächst. Und das ist übel. Das wissen wir, dass exponentielle Rechenzeiten richtig übel sind. Ja? Erstens exponentielle Rechenzeit. Und zweitens, wir sehen ja auch, die Formel wird exponentiell länger. Die Formel ist nach diesem elementaren Ausmultiplizierungsschritt doppelt so lang geworden, wie sie vorher war. Das heißt, wir kriegen gigantisch große Formeln. Und deswegen steht hier auf der Folie Laufzeit exponentiell. Ach so, sorry, das hier, da müsste eigentlich eine 1 stehen. Das gilt für den ersten Schritt. Also was war der erste Schritt? Die Normalformtransformation. Ja? Für die Normalformtransformation haben wir, wenn wir es naiv machen, im schlimmsten Fall exponentielle Laufzeit. Aber es gibt zum Glück einen polynomiellen Algorithmus vom Herrn Eder, Elmar Eder. Der war übrigens früher mal Kollege, als ich als junger Forscher in München in der Logikgruppe da gearbeitet habe, hat der Elmar Eder, der hat genau diese polynomielle Normalformtransformation erfunden. Das war schon eine schöne, große Leistung von ihm. Der ist heute in Salzburg an der Uni Prof für Informatik. Und zwar hat
der sich was überlegt. Der hat sich gesagt, wenn wir hier, schauen wir das Beispiel da nochmal an. Woher kommt denn das Problem? Wir nehmen dieses C und D und multiplizieren es da rein. Ja? Dann steht hier C und D und dann steht da C und D. Ja? Und jetzt kommt eigentlich, bis jetzt, hier haben wir eigentlich noch zwei Klauseln stehen. Ja? Oder noch zweieinhalb. Aber weil wir jetzt das A hier noch rein multiplizieren müssen, dann kriegen wir die und die Klausel hier und da müssen wir das B rein multiplizieren und dann haben wir vier Klauseln. Und der hat sich gesagt, ich gehe her und gebe diesem Ding einen neuen Namen. Ich gebe dem Teil einen neuen Namen. Also ich kürze das hier ab mit als E. Also sprich, und abkürzen heißt nichts anderes, als ich schreibe eine neue Formel hin, E ist äquivalent zu C und D. Die muss ich natürlich jetzt dazu schreiben, die Klausel. Ja? Und da muss ich helfen, weil wenn die Formel groß ist, viele solche neue Klauseln hinzuschreiben, aber die Zahl der neuen Klauseln, die ich hinschreiben muss, die wächst nur linear mit der Länge der Formel. Ich kann höchstens, also ich definiere mir das E und das mache ich so oft, wie ich Klauseln habe. Ja? Und dann, ja, was kriege ich dann? Dann heißt ja meine neue Formel A oder E und B oder E und das hier. E ist äquivalent zu C und D. Okay, jetzt müssen wir das natürlich noch in Normalform bringen, das heißt, da müssen wir die Äquivalenz auflösen, aber das geht auch mit relativ wenig Aufwand. Aber dieses exponentielle Verdoppeln, das sieht man sehr schön, das haben wir dadurch verhindert. Das war dem seine Idee und das muss man natürlich noch auf Prädikatlogik hochziehen und so weiter. Und das ist natürlich absolut wichtig, weil wenn diese Normalformtransformation exponentiellen Aufwand hätte, dann hätten wir natürlich ein Problem, wenn wir ab sofort alles mit in Normalform machen wollen, weil wir würden es gar nicht schaffen, alle Formeln mit vertretbarem Aufwand in Normalform zu bringen. Okay, und die Skolemisierung, die geht in polynomieller Zeit. Das ist kein großer Aufwand, weil wir müssen ja nur die Quantoren alle der Reihe nach durchgehen. Okay, so, jetzt sind wir eigentlich bereit für Beweiskalküle. Weil wir haben es jetzt immerhin geschafft, prädikatlogische Formeln in konjunktive Normalform zu transformieren. Und naja, was werden wir jetzt machen? Jetzt werden wir das tun, was wir in der Aussagenlogik auch gemacht haben, nämlich per Resolution Beweise führen. So, also ich meine, das Beweisführen, das ist unser Ziel. Vielleicht hier die Vision jedes Logikers. Ich will eine Maschine haben. Da stecke ich oben rein eine Menge von Axiomen. Das ist unsere Wissensbasis. Und dann stecken wir rein eine Anfrage, also die Query Q. Und wir wollen wissen, folgt die Anfrage aus den Axiomen und unten soll dann so ein Beweis rauskommen. So eine Maschine hätten wir gerne, insbesondere wir Informatiker. Natürlich sollte es jetzt keine Hardware sein, sondern Software. Wobei, wenn es da Spezialhardware gibt fürs Beweisen, warum denn nicht? Ja. Okay, so, also Beweiskalküle müssen wir natürlich jetzt verstehen. Da gibt es jetzt ein paar intuitive Logikkalküle. Also das sind Kalküle, habe ich bei der Aussagenlogik schon erwähnt, die unserem menschlichen intuitiven Schließen relativ nahe sind. Zum Beispiel den Gänsenkalkül, den Sequenzenkalkül oder auch den Hilbertkalkül.
mit intuitiven Inferenzregeln und die sind anwendbar auf beliebige Formeln in Prädikatenlogik erster Stufe. Also da müssen wir die Formeln nicht erst in Normalform bringen. Ja? Ich meine, für uns Menschen ist es oft auch besser, wenn wir auf der höheren Ebene arbeiten. Das heißt, wenn wir die Implikationen, Äquivalenzen in der Formel drin lassen, weil wir das da dann besser verstehen. Aber für die Maschinen ist es einfacher, wenn wir die Formel auf konjunktive Normalform bringen, weil sie eben eine Normalform ist. Ja? Und da drin nicht mehr so viele Operatoren vorkommen und so weiter. So, ich möchte jetzt hier, ich werde diese intuitiven Kalküle nicht im großen Stil einführen und so weiter, aber ich möchte mal ein Beispiel bringen, wie so ein intuitiver Kalkül an einem einfachen Beispiel funktionieren würde. Und zwar, wir haben zwei Inferenzregeln. Die Regel, die kennen wir schon, den Modus Ponens. Wenn ich A weiß und ich weiß A Pfeil B, dann darf ich B ableiten. Und dann haben wir noch eine weitere Regel, die für alle Eliminationen. Also wir dürfen Allquantoren eliminieren und die ist auch sehr plausibel. Ich meine, was heißt denn ein Allquantor? Für alle xA heißt doch, die Formel A muss gelten für alle Belegungen der Variablen x. So ist der Allquantor, die Semantik des Allquantors definiert. Ja? Also für alle Werte der Variablen x muss die Formel A gelten. So. Naja, wenn das so ist, dann kann ich, wenn ich so eine allquantifizierte Formel habe, dann kann ich natürlich auch die Formel AX ersetzt durch T hinschreiben. Also ich kann die Variable X ersetzen durch einen beliebigen Term. Ja? Machen wir vielleicht gerade auch nochmal ein Beispiel aus der Mathematik an der Tafel kurz. Nehmen wir eine ganz einfache Formel, die jetzt in den reellen Zahlen gilt. Für alle x, x² ist größer gleich 0. Also, tun wir es vielleicht nochmal sauber. Genau, sorry, ein bisschen sauberer hinschreiben. Für alle x, wenn x aus R, also aus den reellen Zahlen ist, dann gilt x² größer gleich 0. Ja. Also, ist klar, das ist ein Satz, der gilt in den reellen Zahlen. Ja? Die Quadrate von allen reellen Zahlen sind positiv. Also größer gleich 0. So, jetzt was wollte man tun? Genau, wir wollen diese für alle Eliminationen anwenden. Naja, wenn das für alle x gilt, dann kann ich x durch einen beliebigen Term ersetzen. Zum Beispiel, wir können x ersetzen durch a plus 4. Das heißt, jetzt können wir dann hinschreiben, a plus 4 in Klammer zum Quadrat ist größer gleich 0. Das gilt natürlich dann auch. Okay, also diese für alle Elimination ist zumindest plausibel und kann man natürlich auch herleiten, dass das eine korrekte Inferenzregel ist. Ja. So, also diese beiden Inferenzregeln, die nehmen wir jetzt her. Und jetzt wollen wir einen Beweis führen für unsere Vermutung Kind, Eva, Otto, Anna. Aus der Wissensbasis, die wir schon kennen. In der Wissensbasis, ich meine, wir werden einen Fakt brauchen, das heißt, hier steht's, das heißt Kind, Eva, Anna, Otto. Das haben wir in der Wissensbasis drin und das wollen wir herleiten. Außerdem haben wir in der Wissensbasis drin die Symmetrie des Kindprädikats in den letzten beiden Argumenten.
Das war diese Formel. Für alle x, y und z, Kind x, y und z, Pfeil, Kind x, z, y. Wir dürfen diese in diesen beiden Variablen dürfen wir vertauschen. Okay, das werden wir beides brauchen. Und aus diesen beiden Formeln wollen wir jetzt beweisen, Kind, Eva, Otto, Anna. So, und wir sehen, also wir wollen jetzt irgendwie sowas wie einen Resolutionsschritt machen zwischen der Klausel und der Klausel, um dann eben Kind, Eva, Otto, Anna herzuleiten. Da stören aber uns natürlich jetzt hier diese Allquantoren, weil hier die Argumente von dem Kind, das sind alles Konstanten. Ja? Hier stehen aber jetzt Variablen. Ja, was machen wir da jetzt an der Stelle? Naja, wir nehmen die für alle Elimination und eliminieren hier drin alle Variablen und ersetzen alle Variablen durch Terme. Ja gut, und diese Konstanten Eva, Anna, Otto, das sind natürlich Terme. Das heißt, schauen Sie, was wir jetzt machen. Hier für alle Elimination in Klausel 2. Und zwar, wir ersetzen x durch Eva, y durch Anna und z durch Otto. Also dann haben wir Kind, Eva, Anna, Otto, Pfeil, Kind, Eva, Otto, Anna. Also quasi, das ist nichts anderes als diese Regel anwenden auf die drei Objekte Eva, Anna, Otto. Ups. Das heißt, hier haben wir die Symmetrie bezüglich diesen drei Objekten und wir sehen, aha, Anna und Otto dürfen wir hier vertauschen. So. Naja, und jetzt können wir unseren Resolutionskalkül, den wir aus der Aussagenlogik schon kennen, hier anwenden. Ja, also stellen wir uns das jetzt vor als in Klausel Normalform. Wie heißt diese Formel in Klausel Normalform? Das können wir ja gerade hier schnell in der Folie reinmalen. Da müssen wir zwei kleine Änderungen machen. Wo ist das Problem? Resolutionskalkül war ja eigentlich nicht definiert mit Implikationen. Wie täte man hier jetzt Resolution anwenden? Resolution ist, wenn wir Klauseln haben, in Klausel-Normalform. Jetzt, Leute, wie bringen wir das in Klausel-Normalform? Ist doch nichts einfacher als das, wir haben nicht einmal ein Quantor dastehen. Ja, wir eliminieren die Implikation. Und dann heißt das Ding nicht Kind Eva Anna Otto oder Kind Eva Otto Anna. Fertig. So, und dann haben wir, machen das mal ein bisschen dicker machen da vorne, dass wir es auch sauber sehen. Und dann haben wir diese Klausel hier dastehen und die da oben. Und wir sehen, wir haben hier ein komplementäres Literal, können einen Resolutionsschritt durchführen und übrig bleibt das Literal und das schreiben wir dann dahin. So würde das per Resolution funktionieren. Okay, so, jetzt tun wir das aber wieder abändern. Also wir löschen diese Quantoren da raus. Nicht und das oder. So. Und wir verwenden unseren Modus Ponens. Wenn ich A habe und A Pfeil B, dann kann ich B herleiten. Also ich habe A Pfeil B, also kann ich B hinschreiben. Fertig sind wir. So. Also mit diesen beiden einfachen Inferenzregeln können wir unsere Anfrage beweisen. So, ich will jetzt, wie gesagt, mit diesem intuitiven Beweiskalkül nicht groß weitermachen. Bloß kurz erwähnen, das ist ein unvollständiger Kalkül. Wir brauchen noch ein paar weitere, aber relativ einfache intuitive Inferenzregeln.
Okay. Ja. Also wir haben hier jetzt einen unvollständigen Kalkül und jetzt ist natürlich, genau, an der Stelle stellt sich jetzt die Frage, gibt es für die Prädikatenlogik erster Stufe vollständige Kalküle? Ja, und diese Frage hat in den 1930er Jahren der Kurt Gödel positiv beantwortet. Mit diesem Satz, der hier steht, mit dem Gödelschen Vollständigkeitssatz. Ja. Der hat bewiesen, die Prädikatenlogik erster Stufe ist vollständig. Was heißt das? Das heißt, also was vollständig heißt, wissen wir schon, haben wir definiert. Ja. Das heißt, es gibt einen Kalkül, mit dem sich jede Aussage Phi, die aus einer Wissensbasis WB folgt, beweisen lässt. Ja. Also jede Aussage, die aus der Wissensbasis folgt, lässt sich auch tatsächlich syntaktisch beweisen. Also, oder kurz gesagt, wenn Phi aus WB folgt, dann lässt sich Phi aus WB beweisen. Also syntaktisch ableiten. So, das hat der Gödel gezeigt. Das heißt, er hat gezeigt, es gibt solche Kalküle, mit denen wir das machen können. Und das ist natürlich eine schöne Antwort, weil vor dieser Zeit, bevor der Gödel das bewiesen hat, war das nur eine Vermutung. Und das ist für die Mathematik natürlich immens wichtig. Ja? Das ist immens wichtig. Kurz gesagt, also kurz und ein bisschen unexakt formuliert, heißt der Satz nichts anderes, jede wahre Aussage ist beweisbar. In PL1, in der Prädikatenlogik erster Stufe. Jede wahre Aussage ist beweisbar. Und dieser Satz war im Jahr 1900 eine Vermutung von dem großen Mathematiker Hilbert. Ja. Der Herr Hilbert, das war einer der ganz großen Mathematiker und der hat im Jahr 1900, und zwar auf der Weltausstellung in Paris, das sogenannte Hilbertsche Programm vorgestellt. Der hat sich überlegt, also Weltausstellung im Jahr 1900, da ging es quasi um die Vision für die nächsten 100 Jahre. Und der hat das sogenannte Hilbertsche Programm aufgestellt und hat gesagt, ich möchte, dass die Mathematik in den nächsten 100 Jahren diese Sätze, ich glaube, das waren so Größenordnung 20 Vermutungen, dass die Mathematik die alle beweist. Ja? Da waren sehr interessante Sätze dabei, von denen einige heute bewiesen sind, andere wiederum nicht, noch nicht bewiesen sind. Unter anderem ging es auch genau um diese Frage, nämlich um die Formalisierbarkeit der Mathematik. Lässt sich dieses Schlussprozedere, also das Beweisen, wie wir es in der Mathematik machen, lässt sich das formalisieren und lässt sich quasi beweisen, dass jede mathematische Aussage entweder herleitbar ist oder widerlegbar ist. Das war so seine Vision. Ja, seine Vision war, und dazu braucht man ja erst einmal eine Sprache. Und die Sprache, das ist PL1. Ja. Also, und das hat eben der Gödel auch gezeigt. Wenn wir die Prädikatenlogik erster Stufe hernehmen, also genau den Formalismus, den wir jetzt aufgebaut haben, dann gibt es einen Kalkül, mit dem jede wahre Aussage beweisbar ist. Das heißt, damit hat der Herr Gödel was ganz Großes geleistet. Genial. Ja? Ganz genial. Er hat gezeigt, jede wahre Aussage lässt sich beweisen mit so einem Beweiskalkül. Aber Vorsicht, es ist eine Frage der Sprache. Wir werden das ja später dann bei den formalen Sprachen auch noch sehr schön sehen. Und zwar werden wir sehen,
Wenn eine formale Sprache zu mächtig wird, dann wird es gefährlich. Dann geht plötzlich alles kaputt. Und PL1, Prädikanlogik erster Stufe, naja, wie soll ich sagen, das ist so ungefähr die Grenze der Sprachmächtigkeit. Vergleichen wir es mal mit der Aussagenlogik. Ich meine, klar, die Aussagenlogik ist relativ simpel. Da kann ich halt sowas sagen wie, wenn es regnet, ist die Straße nass, und das auch noch ein bisschen komplexer. Aber ich kann keine Relationen formulieren. Ich kann nicht quantifizieren, also so Allaussagen machen. Oder sagen, es gibt ein X mit der Eigenschaft. Das geht alles nicht in der Aussagenlogik. In PL1 können wir das machen. Wir können über Relationen reden. Wir können auch Funktionstherme verwenden. Wir können richtig über Mathematik reden. Also PL1 ist im Prinzip die Sprache, mit der wir unsere Mathematik formalisieren können. Das ist natürlich cool. Und nicht nur die Mathematik, vieles andere können wir auch sauber formal beschreiben. Und der Gödel hat eben gezeigt, okay, wunderbar, jede wahre PL1-Aussage ist beweisbar. Das ist der sogenannte Gödelsche Vollständigkeitssatz und war, wie gesagt, eine gigantische Meisterleistung von dem guten Herrn Gödel. Und ich meine, der Herr Gödel, was seine Genialität betrifft, ohne weiteres auf einer Stufe mit Turing und Einstein zu sehen. Turing hat ja übrigens auch seine großen Sätze in den 30er Jahren bewiesen. Ja? Und zwar im Wesentlichen erst einmal unabhängig von Gödel. Und die Sätze sind auch, was den Gehalt betrifft, sehr ähnlich zu dem, was der Gödel gemacht hat. Allerdings der Turing, der hat es quasi von der Programmierung aus hergeleitet. Ja? Also was kann ein Computer leisten? Welche Probleme sind durch einen Computer beweisbar oder berechenbar? Ja? Und der Gödel, der hat es von der logischen Seite her bewiesen, aber beide haben aufgezeigt, wo die Stärken formaler Systeme sind. Also was so eine Programmiersprache leisten kann, hat der Turing aufgezeigt. Was die Logik leisten kann, hat der Gödel aufgezeigt. Und beide haben, außerdem kommt gleich beim Gödel, Gödel hat aufgezeigt, was die Logik nicht kann. Und Turing hat aufgezeigt, was Computer und Programmiersprachen nicht können. Zu der Zeit, als es weder automatische Beweise gab beim Gödel, noch Computer gab beim Turing. Also ganz interessante Parallele, aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Ganze bewiesen. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gilt auch die Umkehrung? Also, und das heißt, ist alles, was wir syntaktisch herleiten können, auch wahr? Ja? Und das ist die Korrektheit. Weil, schauen Sie, wenn das hier nicht gilt, dann können wir mit unserem Beweiskalkül, also mit Resolution zum Beispiel, irgendwelche Formeln beweisen, die gar nicht wahr sind. Und das wäre übel. So ein Kalkül ist inkorrekt. Der würde uns falsche Aussagen beweisen. Ja? So. Und die Umkehrung, die gilt auch. Das ist die Korrektheit. Es gibt Kalküle, mit denen sich nur wahre Aussagen beweisen lassen. Das heißt, wenn sich Phi aus WB herleiten lässt, dann folgt Phi auch aus WB. Hier wieder, das ist wieder die Beziehung zwischen syntaktischer Herleitbarkeit und semantischer Folgerung. So, und jetzt die beiden Sätze zusammen, nämlich die Vollständigkeit und die Korrektheit, die besagen, dass Beweisbarkeit, also das syntaktische Herleiten und das semantische Folgern äquivalente Begriffe sind. Ja?
Sofern ich einen Kalkül eben verwende, der korrekt und vollständig ist. Wenn ich so ein Kalkül habe, dann ist alles wunderbar. Okay, und solche Kalküle gibt es, da gibt es eben jetzt solche Kalküle des natürlichen Schließens, die sind aber für die Automatisierung bis heute, muss man sagen, ungeeignet. Und wir werden uns jetzt eben ein bisschen einen anderen Kalkül anschauen, eben wie gesagt die Resolution. So, und an der Stelle machen wir jetzt Schluss für heute Morgen.